Allein du Herr hilfst mir, dass ich sicher bin. Allein du Herr hilfst mir, dass ich mir Herr. Thank you.
Es folgeten ihm aber seine Jünger nach an denselbigen Ort. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Bittet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen bei einem Steinwurf und kniet nieder, betet und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärket ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betet heftiger. Es war aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Thank you.
er stund auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend für Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlafet ihr? Stehet auf und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Da ihr aber noch redet, siehe die Schar, und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging für ihnen her und nahet sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu Juda, verrätest du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Doch so ferne machen. Und
rühret sein Ohr an und heilet ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn kommen waren. Seid als zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen ausgegangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt keine Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der griffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn nach des Hohepriesters Haus. Petrus aber folgete von ferne, da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Palast und satzten sich zusammen. Und Petrus satzte sich da sah ihn eine Magd sitzen bei dem Licht und sah eben auf ihn und sprach zu ihm: Dieser war auch mit mir. Er aber verleugnete und sprach: Feind, ich kenne sein Licht. Fort, denn dies verflucht.
Lasset nasse Tränen sehen.
zweifelnde Gedanken. Verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten ihn und schlugen ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen. Was sagen?
viel andere Lästerungen sagten sie wieder ihn. Zeiget ihr Wolken, ergriebete Blitze. Zeiget ihr Wolken, ihr Wolken, ihr Wolken, ihr Wolken, ergriebete Blitze. Schickt feurige Schlosen herab. Sich grausamer Fliegen verdient den ewigen Schwefel im Abgrund, im Abgrund, im Abgrund, im Abgrund, im Abgrund, ein schmauchendes Grab. Sich grausamer Fliegen, sich grausamer Fliegen verdient den ewigen Schwefel. Im Abgrund ein schmauchendes Grab, im Abgrund ein schmauchendes, im Abgrund ein schmauchendes Grab. Und als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn hinauf für ihren Rat und sprachen: Bist du Christus? Bist du Christus? Sage es uns, sage es uns, sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so gläubet ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht und lasset mich doch nicht los. Darum, von nun an wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Thank you.
auf der Erde. Ein König soll verurteilt werden, gibt sich selbst in den Tod das Leben. Und kann der Menschen höchste Lust jetzt nicht im Kummer widerstreben? Schaut doch, wie schlägt die bange Brust, ihr seufzet, schwitzet, zagt, ihr hechtet, ach, ihr muss zu Boden sinken. Und will ihr nicht von bittern Säften trinken, so wird ihm auch der letzte Trunk versagt. Hat nichts gefehlt.